Willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate Dark Alliance. Im letzten Part haben wir den sinkenden Tempel gesäubert. Und ja, im Grunde genommen sind wir dann fast fertig mit dem Kapitel. Wenn wir da runtergehen, ist das glaube ich der letzte Abschnitt. Aber wir reden erstmal mit Slyvers. Eure Stärke ist groß. Viele eurer Feinde sind tot. Euch anzugreifen bedeutet zu sterben. Ich danke dir für das Kompliment. Dies ist die Tür zur Welt des Wassers, wo Luft, Erde, ja alles Wasser ist. Schamanen der Menschen nennen die Welt des Wassers die Wasserebene. Die Wasserebene. Erinnert mich an die Astralebene von Siege of Avalon. Sie führt zu einer Elementarebene. Wie soll man auf diesem Weg in den Onyx-Turm gelangen? Im Turm gibt es eine Tür zur Wasserebene und hier gibt es eine Tür zur Wasserebene. Ihr geht durch die eine Tür und dann durch die andere. Aber wenn jenseits des Tors nur Wasser ist, wie soll man da denn dort atmen? Slyvers verfügt über Magie. Magie, die euch für kurze Zeit wie Fisch sein lässt. Hält lange genug, damit ihr den Turm erreicht. Nicht, um aus Turm zu entkommen. Ihr müsst Turm zerstören und anderen Weg nach draußen finden. Okay. Wunderbar, klingt... warte mal. Erstmal die Vorräte. So, erstmal unnützen Kram rausschmeißen. Sorry. Konzentrierter Heiltrank haben wir und davon haben wir zu viele. Im Grunde genommen brauche ich nur 5. Ich brauche sogar nur 10. Ich meine, die Dinger hier verwende ich nicht wirklich. Die können wir auch vergessen, da wir nicht zurück teleportieren können, was ein bisschen doof ist. Konstitution tun wir mal weg. Habe ich Konstitution plus 5 Gestärke. Das hier tun wir weg. Kettenpanzer, dies, das. Das brauche ich. Nein, nicht besser, nicht besser, immer noch nicht besser. Alle Waffen können wir jetzt liegen lassen, die wir finden. Wie gesagt, wir kommen ja nicht mehr zurück. Also, vielleicht hat er aber neue Rüstungen oder so, wer weiß. Oh, sieht aber nicht so aus, oder? Was haben wir denn hier? Ritter 17, 15. 17 plus 5 habe ich schon. 17, 15, ne? Nee. 15 plus 3, 17, 15. 17, 15. Nee. Geschicklichkeit, Gesundheit, mal Stärke, Mana, Stärke, Geschicklichkeit, kann wegen irgendwas mehr. Geschicklichkeit, Stärke, 15, Schutz, 12. Gesundheit plus 15. Mehr hat er aber auch nicht. Okay. Seid ihr bereit? Turm wartet auf euch. Erholen brauche ich mich nicht. Okay. Jetzt oder nie. Ich bin bereit. Hört genau zu. Ihr könnt für kurze Zeit Wasser atmen. Nicht lange. Schwimmt rasch. Meine Magie wird euch auf der Wasserebene führen. Sie wird euch zum Turm. Das hoffe ich. Nun gut, ich bin bereit. Auf ins Wasser. Erstmal letztes Mal speichern hier. Denn. Gott sei Dank. Ich hab beinahe was vergessen hier. Beinahe hätte ich das vergessen. Seid ihr bereit? Ja. Nein, bin ich noch nicht. Ich hätte es beinahe vergessen. Seid ihr bereit? Vorräte kaufen. Heiltränke, mein Gott. Davon holen wir doch ein paar. Und jetzt holen wir so viele, wie es geht, hiervon. Das kann jetzt eine Weile dauern. Also, wir werden hier nie wieder zum Händler zurückkehren. Da brauchen wir, glaube ich, so ein paar hundert Heiltränke. Boah, es kann echt lange dauern. Ich hab's gleich geschafft. Immer noch mehr. Das kann ich wirklich nicht auch noch mitschleppen. Und das war's.
Wie viele Heiltränke besitzen wir denn jetzt eigentlich? 15 von denen, das ist eigentlich ganz gut. Und 244 konzentrierte Heiltränke. Ja, also ich finde, man kann sich nicht beschweren. Gut. Ich hoffe, das reicht für die nächsten Orte. Weil wie gesagt, wir werden hier nicht mehr zurückkommen. Wir können uns nicht mehr zurück teleportieren zu Slivers. Also wäre es echt kacke, wenn wir nicht genug Tränke haben. Wenn wir so einen Tränkemangel haben, ist das also, ne? Und da wir sicher sein können, dass uns sicherlich noch ein Boss erwartet, brauchen wir so 100 Tränke. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir sie alle brauchen werden. Das sieht hier schon irgendwie cool aus. Irgendwie so eingefroren. Ist ja zwar, gut, das ist ja Welt ins Wasser, deswegen ist es logisch, dass es so eingefroren aussieht, aber... Gott, die Stimmung hier ist ja auch so bedrückend. Also, dass ich in den letzten beiden oder drei Parts nicht so viel geredet habe, das tut mir leid. Aber das lag auch wirklich an der Stimmung. Oh Gott, hier ist ja noch ein Speicherpunkt. Also, die Stimmung der Gegend, die Atmosphäre einfach, die war so bedrückend und so deprimierend. Da kommt man halt nicht zu viel. Hi. Warst du ein starker Gegner? Die kam bei der Herausforderung. Oh! Oh, Gottes Willen. Ich frag nie wieder nach, ob das ein starker Gegner ist. Oh, Gottes Willen. Die soll ich ernsthaft alle umbringen. Ich glaube, ich habe die Befürchtung, dass er so ein Standardgegner. Nein. Ey, das Ding ist, ich sehe die ja so schlecht. Ich habe meine Videos mal angeguckt von dem Spiel. Die sind nicht, also... Die sind wirklich so, wie ihr es jetzt gerade seht. Wenn die Qualität ein bisschen schlecht ist, das ist wirklich fast genauso ähnlich. Hi. Ich glaube, dass der funktioniert... Ah. Oh, du Wassergargoyle, lass mich. Nee, das ist doch kein Gargoyle. Das ist ein Wasserspeier. Und, ich glaube, das ist doch kein. Hä? Lol. War mit dir in die Kante. Aha. Ich hoffe, hier sind noch konzentrierte Heiltränke. Ja, da kann es nicht schaden, die Tränke mal hier alle zu benutzen. Wenn wir hier jede Menge Heiltränke finden, können wir ja ruhig ein bisschen verschwenderisch sein. Oh je. Der bemerkt mich wahrscheinlich, wenn ich dahin gehe, ne? Ja. Hi. Junge. Junge. Danke. Oh, die Stimmung hier ist wieder so düster und wirklich deprimierend. Das ist sowohl geil als auch ein bisschen erschreckend. Wir könnten da links hingehen, aber wir gehen hier außenrum weiter. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ha! Ich weiß auch jetzt nicht, wo es weitergeht. Wir machen hier erstmal einen geschlossenen Kreis. Von hier aus können wir wieder zurück. Komm mal her. Genau. Gut machst du das. Ah. Das ergibt keinen Sinn. Ein Wesen des Wassers wird zu Eis. Also, Eis ist ja Wasser. Das ergibt eigentlich im besten Willen keinen Sinn. Ah, komm her. Komm her. Come on. Oh Gott. Was hat das denn jetzt? Oh Gott, ein Ritter. Eine Ritterrüstung plus 1. Kann ich wirklich nicht auch noch mit 42 plus 3? Oh, wir sind wahrscheinlich in der Lage, wieder was Besseres zu finden. Ne?
Ah, 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 ah. Oh, nee. Oh. Giftkanone. Hier. Aha. Ja. Oh, ich will nicht wissen, wie viel Schaden der macht. Der macht wahrscheinlich abnormalen, abgefuckten viel Schaden. Aha. Ah, ich muss... Ach komm, komm, stell dich nicht an, Mann. Oh, ich will ehrlich gesagt immer noch nicht so viele Tränke verschwenden. Ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis, Tränke so rauszuschmeißen. Und da geht es schon wieder weiter, oder nicht? Oh, die Gegend hier ist ein bisschen verwirrend. Ah. Stell dich nicht so an. Danke. Wir säubern erstmal den Raum hier. Nix da, mein Freund. Achso, da im Wasser. Gut. So, dann würde ich mal sagen, wir gehen. So, oh, wir gehen da oben rechts rein. Da geht's nicht weiter, oder? Nee. Hä? Der Raum hier gibt irgendwie wie. Er gibt wenig Sinn. Ring der Gesundheit plus 15. Was war nochmal Konstitution? Trefferpunkte. Ich weiß nicht, ja, das könnte wichtig sein. Ring Gesundheit, Geschicklichkeit. Was macht das denn nochmal? Geschick, Rüstung. Stärke. Ich würde mal sagen. 30. Wir behalten den mal fürs Erste. Vielleicht brauchen wir den, wer weiß. Man kann ja nie wissen. Okay. Man weiß nie. So. Hier kommen wir, sollten wir gleich wieder am Anfang. Oh. Gegner? Ich sehe dich doch. Juhu. Blöder Gegner. Ja, komm, ja. Ich sehe irgendwas Größeres drin. Nicht, dass ich hier reinrenne und gleich mein Verderben. Komm her. Komm her. Sei brav, sei brav. Sei brav, ekliger Wasserspeier. Eieiei. Dass er so Funken tut. Intelligenz plus... What? Intelligenz, das war... Maximal... behalten wir auch mal. What? Ja, hier sind... mächtige Waffen. Nee, da haben wir schon. Aber Ringe und Rüstungen. Oh. Ah, wow. Unerwartet. Was hast du da? Amulett der Konstitution plus 14. Und wir haben Konstitution plus 6. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ach, stell dich nicht so an. So, jetzt haben wir Amulett der Konstitution. Was war? Ich vergesse das irgendwie immer so schnell. Trefferpunkte plus 3. Wir haben. Was ist eigentlich Schutz plus 12? Das ist doch Rüstung, oder? Ja. Ich weiß nicht, was besser ist. Trefferpunkte oder Rüstung? Naja, Rüstung eigentlich. Denn die machen so viel Schaden. Das ist so abnormal. So. Ding, ding, ding. Hi. Oh, das leuchtet sogar schön hier. Oh oh. Nein, dich wollte ich noch nicht. Geh weg. Oh, wow. Perfektes Timing, nicht schlecht. Oh. Nee, brauch ich nicht. Oh oh. Ah. Ich habe unendlich Munition. Puh, wo ist der Trank? Gott. Ich habe ihn verschwendet, egal. Irgendwie bist du nicht so stark. Ein bisschen enttäuschend bist du schon irgendwie. Sonst noch jemand? Nee, gut. Kann man das nicht? Nee, geht nicht.
Hi. Zack, 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 zack. Ah, oh, seine Giftwolke ist wahrscheinlich nicht sehr gesund. Stirb! So. Der goldene Ritter. Oh, das Symbol hier. Ich weiß nicht, ob dir das. Das Symbol hier auf den Wänden, das ist nicht das Türkensymbol. Was die Echsen oder diese Hyänen alles verwendet haben. Das hier ist ein total anderes Symbol hier auf den Wänden. Und laut Sliver sollte das die Quelle des Bösen hier rauskommen. Da die Invasoren von dem Turm aus hier geleitet werden. Vor allem zumindest die Echsen-Invasoren werden hier ausgeleitet. Da müsste dann auch, glaube ich, auch die ganzen anderen Invasoren, die Hyänen, die Dunkelelfen von dem Turm aus her überzeugt oder geleitet werden. In der Theorie. Nach logischer Schlussfolgerung. Aber das Symbol hier ist irgendwie anders. Zumindest hier, was auf dem Turm ist. Sehr interessant. Eieiei. Gut. So, da kommen wir. Kommen wir da. Mann, Fliege, geh weg. Das ist doch wieder in mein Zimmer gefunden. Der hat letzte Part den Ausgang gefunden. Und jetzt ist sie wieder drin. 14 Regenerationstränke, das ist nicht gut. Wir brauchen wieder einen. Einer nach dem anderen. Wir sind leider nicht so stark, dass wir gleich mit drei Gegner auf einmal aufnehmen können. Nicht mal drei Zombies auf einmal. Nur wenn wir im Kreis rennen. Gut. Dass sie immer hier so zerbrechen in ihren Einzelteilen. Bisschen komisch. Juhu. Ja, komm. Oh, nee, da sind auch noch mehr drin. Giftkanone, geh weg. Ja. Geh weg. Gehst du weg, Giftkanone. Oh, fuck. Zwei Tränke habe ich verschwendet. Ein Regenerationstrank. Ich muss mir das merken. Es darf nicht aus ihrer Ordnung rausfallen. Gut. Also ein Regenerationstrank, einen normalen Trank. Gut. Perfekt. Ein Heiltrank. Ein. Wo ist der andere? Achso, den habe ich aufgenommen. Zauber doch. Achso. Da ist eine Kiste. Ey, ich bin mir echt nicht sicher, wohin ich hinrenne. Wo komme ich denn da raus, wenn ich dahin gehe? Ich komme wahrscheinlich. Ah, warte mal. Ich komme hier neben raus. Ich kann nicht noch mehr tragen. Achso, oh, ich dachte, es wäre eine Tür. Gott. Komm her. Komm, komm. Brave Wasserspeier. Oh, die sehen ein bisschen gruselig aus. Ihre kleine Körperbauform. Auch wenn ich sie nur zur Hälfte erkennen kann, sehen die doch recht gruselig aus. So. Ah. Oh, diese blöde Fliege hier nervt. Nein, jetzt geh weg. Ist hier ein Gegner? Nee, gut. Ich glaube, ich mache das Fenster auf jetzt gleich, ja. Die Fliege geht mir so auf den Keks. Es ist zwar ein bisschen frostig, aber naja, gut. Was man tun muss, muss man halt tun. Komm her. Ich will auch die Fliege nicht. Ich töte fliegende Kreaturen ungern. Wieso? Ist ganz einfach. Also, die muss man ja nicht töten, man muss sie nur in die Freiheit rauslassen. Im Normalfall finden sie den Weg. Komm her. Oh, zwei sind ein bisschen viele. Hä? Nein, ganz schlecht. Gut, komm her, komm her, komm her, come on. Come on, Wasserspeier. Gott. Das ist sehr interessant, die zerbröseln nicht ganz. Ihre Einzelteile fliegen trotzdem noch durch die Gegend.
Aber die sind wenigstens angenehmer als diese Tanzzapfenmonster. Okay. Noch mehr? Aha, da ist einer. Ich hoffe, ich habe nur einen erwischt. Ah. Ich höre es auch gerade. Falls ihr es auch nicht hört, die Zeit ist jetzt gerade um. Ja, ich würde mal sagen, das war eigentlich ein recht guter Part. Wir machen nächsten Part weiter hier im Onyx-Turm. Gebt ein Like und einen Kommentar, falls es euch gefallen hat. Ansonsten, wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate Dark Allianz. Ade.